liebe Zuschauer, jetzt ist doch die Einleitung ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Passt aber hervorragend zu unserem heutigen Video. Hochmotiviert und immer noch schwer verliebt in Thailand. Damit hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr zu dieser Sonntagsausgabe wieder eingeschaltet habt. Von hoch in der Luft begeben wir uns wieder in den wilden Straßenverkehr von Thailand. Also hier so ein bisschen auf der Jomtien Beach Road für euch unterwegs. Eignet sich auch hervorragend als Background-Video zu diesem interessanten Thema. Wie bekannt zieht Thailand natürlich seit Jahrzehnten deutsche Touristen an. Jeder hat hier seine Erfahrungen, seine individuellen Erlebnisse schon gehabt und kann sicherlich auch sehr viel mitreden. Die Meinungen gehen natürlich immer wieder auseinander, liegt aber häufig auch an der Persönlichkeit des Urlaubers oder in unserem Falle hier des Auswanderers. Doch dass Thailand nicht nur für den Urlaub geeignet ist, auch das hat sich natürlich mittlerweile rumgesprochen. Viele deutsche Auswanderer haben sich entschieden, hier in Thailand zu leben und entdecken dabei die Vorzüge, die dieses Land zu bieten hat. In diesem Video, wie immer, natürlich alles aus meiner Sicht. Alles in diesem Video beruht meistens auf persönlichen Erfahrungen, weil nur die kann man teilen und dann kann man darüber auch vielleicht diskutieren, weil sicherlich hat der eine oder andere ganz andere Erfahrungen gemacht, wenn er hier im Urlaub war oder wenn er versucht hat, hier zu leben. Eine der ersten und offensichtlichsten Attraktionen in Thailand ist natürlich das Klima mit durchschnittlichen Temperaturen von 30 Grad Celsius und einer ganzjährigen hohen Sonnenscheindauer bietet Thailand das perfekte Wetter für Menschen, die dem trüben deutschen Winter entfliehen möchte, der ja jetzt kurz wieder vor der Tür steht. Das angenehme Klima hier ermöglicht natürlich ein Leben im Freien, am Strand, in den Bergen, aber auch sonst spielt sich natürlich das thailändische Leben draußen ab. Auch mich hat es hier mit dem Klima sehr, sehr positiv beeinflusst. War viele Jahre in Deutschland, in Amerika ein wirklich schwerer Migränepatient gewesen. Habe teilweise Wochen und Monate lang nur von Tabletten gelebt. All das bleibt mir hier erspart. Sicherlich sehr förderlich für die Gesundheit. Ist natürlich dann auch wieder für mich so ein persönlicher Pluspunkt, wenn man sagt, okay, sehr zuträglich das Klima für die Gesundheit. Für mich ein ganz deutlich großer Pluspunkt ist die Lebensqualität hier in Thailand. Ja, über die Lebenshaltungskosten hier kann man natürlich streiten, aber trotzdem im Vergleich zu Deutschland würde ich auf alle Fälle sagen, dass das Leben hier immer noch deutlich günstiger ist und man hat in Thailand zumindest in den großen Städten, in den Metropolen, auch in den Touristen-Hotspots eine Infrastruktur hier, die man in Deutschland teilweise suchen kann. Als Beispiel sei mal das Internet angesprochen, was in den eben angesprochenen Regionen natürlich hervorragend ist. Über Straßen und so weiter braucht man nicht diskutieren. Wer ein Haar in der Suppe finden möchte, der findet das auch in Thailand. Das ist ganz normal. Aber darum soll es ja in diesem heutigen Video nicht gehen. Ebenso aus meiner Sicht, die medizinische Versorgung ist hier hervorragend. Mit der kleinen Einschränkung, dass sie natürlich gerade für uns Ausländer teilweise fürchterlich teuer ist und im Alter auch noch deutlich teurer werden könnte. Die Ärzte und Krankenhäuser, die wir Ausländer hier in Thailand bevorzugen, haben internationalen Standard und müssen sich auf keinen Fall verstecken vor dem medizinischen Standard, den es in Deutschland zum Beispiel gibt. Auch die Bildungsmöglichkeiten in Thailand sind vielfältig, betrifft jetzt sicherlich den älteren Auswanderer nicht mehr so sehr. Allerdings, wenn er noch im entsprechenden Alter ist, um vielleicht nochmal eigene Kinder zu haben oder auch die Enkelkinder mitzubringen, dann könnte er diese natürlich hier auf hochwertige Schulen schicken. Dass das nicht kostenlos ist, sollte auch jedem klar sein. Allerdings die Möglichkeit, hier ein vielfältiges Ausbildungs- und Bildungsprogramm zu genießen als Kind, ist gegeben. Aus meiner Sicht ebenso ein Grund, warum die Deutschen herkommen, ist die thailändische Kultur und die Gastfreundschaft. Viele freundliche Menschen, auch oftmals Fremde, die einem behilflich sind, die einem Dinge zeigen, die einem weiterhelfen, wenn man sich in den doch teilweise kulturellen Unterschieden, die es zwischen Europäern und Thailändern gibt, nicht ganz so hundertprozentig auskennt. Die offene, einladende Art ist wirklich bekannt. Ja, das Land of Smile ist so ein bisschen abgedroschen mittlerweile. Allerdings schafft man es hier doch, wenn man ein bisschen mit offenem Herzen und offenem Gedanken durchs Leben geht, ein Teil der Gesellschaft in Thailand zu werden, Freundschaften zu schließen, die große Liebe zu finden und vieles mehr. Wer sich ein bisschen für thailändische Kultur interessiert,
Auch der wird nicht zu kurz kommen, angefangen von riesengroßen Museen in Bangkok und in den großen Städten bis hin zu vielen Festivals, über die wir auch hier berichten auf dem Kanal. Dazu eine Religion, die uns Europäern sicherlich sehr nahe steht, die einem aber auch hier nicht unbedingt aufgezwungen wird, sondern an der man sich erfreuen kann, an der man teilhaben kann, wenn man möchte. Alles im vernünftigen Rahmen. Worüber wir sicherlich nicht besprechen müssen, ist natürlich die lokale Küche. Exotische Gerichte, exotische Zutaten, soweit das Auge reicht. Ich glaube, man kann jeden Tag hier irgendetwas Unterschiedliches essen, ohne dass es langweilig wird. Oder auch dann wieder in den Touristen-Hotspots und in den Großstädten eine riesige Auswahl an Essen, Getränken, die man auch aus dem Heimatland kennt. Wir sind ja nicht allzu viel in ganz Thailand unterwegs, sondern eher so in unserem kleinen Bereich hier. Allerdings auch hier, wir zeigen euch das ja häufig in den Videos, die Landschaft ist teilweise sehr, sehr schön. Traumhafte Strände, wunderschöne Berge im Norden von Thailand und so weiter. So dass also auch der Naturliebhaber, der mit solchen Dingen etwas anfangen kann, der gerne draußen unterwegs ist und so weiter, der wird hier seine wahre Freude haben. Vielleicht ist das alles auch noch nicht so richtig ausgebaut, vielleicht ist das auch alles noch nicht so richtig kommerzialisiert, so dass man also auch in abgelegenen Orten unterwegs sein kann und sich dann dort komplett ja, der Natur hingeben kann. Sei es dann Outdoor-Aktivitäten, Tauchen, Wandern, Klettern oder vielleicht auch nur chillen am Strand. Also all diese Dinge sind möglich in Thailand und innerhalb weniger Fahrzeiten, je nachdem, wo man lebt, in welcher Region, auch zu erreichen. Für viele von den Auswanderern wird es natürlich interessant und wichtig sein, dass man auch Menschen trifft, die in der eigenen Muttersprache sprechen. Das heißt, eine größere Community für Expats, für Auswanderer, die sich hier schon niedergelassen haben vor einigen Jahren. Jeder hat da sicherlich auch seine entsprechende Vorliebe. Möchte er mit Deutschen, möchte er mit Schweizern, Österreichern, Engländern, Amerikanern und so weiter hier zusammen sein? Oder will er lieber alleine sein? Auch das ist möglich. Allerdings für denjenigen, der deutschsprachige Gesellschaft zum Beispiel braucht, der findet auch in den Großstädten soziale Netzwerke. Man kennt sich, man unterstützt sich so ein bisschen. Also niemand ist hier Mutterseelen alleine mehr, wenn er das denn nicht unbedingt möchte. Ebenso gibt es natürlich auch deutschsprachige Schulen hier in Thailand, Vereine, Treffpunkte, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen ja, seine Kultur und seine Heimatverbundenheit noch mal ein bisschen frönen kann. Auch wenn man sehr, sehr weit weg ist von Deutschland. Was für mich persönlich hier sehr, sehr wichtig ist und was mir absolut gefällt, ist der Umstand, dass das Leben hier deutlich, deutlich langsamer funktioniert. Einfach entschleunigt. Niemand macht Stress, niemand macht Ärger. Alle lassen dich wunderbar in Ruhe, soweit du da in Ruhe gelassen werden kannst. Ich habe das ja öfter schon mal in ein paar Videos erzählt. Hier brauchst du keine Sorgen haben, dass wenn du frühst an deinen Briefkasten gehst, irgendwelche unerfreulichen Nachrichten drin liegen, weil wieder irgendein Amt, irgendeine Behörde etwas von dir möchte. Okay, die Stromrechnung im Moment könnte zum Ärgernis sein, weil die sind immer noch astronomisch hoch im Moment. Aber ansonsten hast du hier ein richtig schön ruhiges Leben. Das ist so das typische stressige Leben, das man in Deutschland hat. Man springt frühst aus dem Bett, die erste Stunde im Stau auf der Autobahn zur Arbeit. Die Kollegen sind unheimlich unfreundlich. Vom Chef wieder angepfiffen, dann geht es abends eine Stunde durch den Stau nach Hause, zu Hause von der Ehefrau angemacht, die dann auch nicht zufrieden ist mit ihrem Leben. All diese Dinge kann ich für Thailand hier absolut abhaken, existieren nicht, sind nicht da, zumindest aus meiner Wahrnehmung der letzten Jahre hier. Das ist einer der Punkte, den ich eigentlich an erster Stelle nennen würde, warum ich hier so zufrieden und so glücklich bin. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass man hier in Thailand als Ausländer so gut wie gar nicht arbeiten kann. Vielleicht ist das auch ein großer Stressfaktor, der wegfällt. Allerdings, um dann hier leben zu können, muss man natürlich ein entsprechendes Auskommen schon haben in finanzieller Sicht. Sprich Rente, Ersparnisse. Und sicherlich kann man auch heutzutage ein bisschen Geld dazu verdienen im Online-Bereich. Da gibt es ja auch viele, viele Möglichkeiten mittlerweile, sodass man also nicht mehr unbedingt ins Büro fahren muss, sondern seine Arbeit übers Internet machen könnte. Ob es diese Möglichkeit gibt in jedem Beruf, sei mal dahingestellt. Ob es legal ist in Thailand, sei auch mal dahingestellt. Aber diese Möglichkeiten gäbe es und macht das Land natürlich dann auch sehr, sehr interessant für Leute, die mal überlegen, vielleicht auch in jungen Jahren schon hierher zu kommen.
damit hätte man natürlich dann die perfekte Work-Life-Balance, wie man das so schön im Neudeutschen sagt. Vielleicht ein paar Stunden am Computer was arbeiten, weiß nicht, was man da alles machen könnte, Programmierung, Filme machen, was auch immer. Und dann geht's direkt an den Strand oder Wanderschuhe angezogen, wenn man im Norden von Thailand lebt, und rein in die Berge. Also die Möglichkeiten, die man in Thailand hat, sind sehr, sehr groß. Es gibt aus meiner Sicht kaum Grenzen, finanziell vielleicht, gesundheitlich mit Sicherheit. Aber wenn diese Punkte sauber geklärt sind, dann glaube ich, dass das Land sehr, sehr viele Vorzüge hat. Vom angenehmen Klima bis zur hohen Lebensqualität, reichhaltige Kultur, wunderschöne Natur und freundliche Menschen. Was will man eigentlich mehr, wenn man sich ein Land zum Auswandern aussucht? Egal, ob als Rentner jetzt oder vielleicht schon vorher. Und hier versucht dann in jungen Jahren nochmal neu anzufangen. All den ganzen Stress, all die ganzen Sorgen hoffentlich gelöst in Deutschland hinter sich zu lassen. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke und ein paar Informationen über das Leben hier in Thailand, über die Möglichkeiten, die es gibt, erhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Falls noch nicht passiert, gerne den Kanal abonnieren. Dann sage ich danke für eure Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.